du auch noch was sagen in meinem Video? Ja, ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich mag Heidis Vlogs auch immer sehr gerne. Das fällt mir gleich ab. Du kannst auch mit dem iPad bestellen, du sitzt dann in so, oh yes, schön von der Seite und hier Vlogception. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einem neuen Vlog. Ich bin nicht alleine. Wir waren gerade essen und zwar in diesem Laden hier. Den haben wir gut gegessen, Ikoi. Sagt Nina gerade, hier ist die Yvette. Und die Yvette hat so unfassbar viel gefettet. Yvette hat gefettet. Nach dem Hallo kommt ich wollte nicht gefressen sagen, ich wollte gegessen sagen. Oh mein Gott, voll peinlich. Also wir sind in Frankfurt. Ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt, ich nehme euch wieder eine Runde mit. Es wird viel passieren. Morgen fahre ich zu meiner liebsten Lieblings-Steffi. Hallo! Hallo! Hallo Steffi! Hallo Steffi, schöne Grüße! Alles Gute nachträglich zum Geburtstag! Happy Birthday nachträglich! Morgen drücke ich die Steffi von euch und ich muss gerade mal kurz zu Batman schwenken. Moment! Warte! Was denn? Liebe Steffi, hör genau hin. Mhm. Happy Birthday to you! Happy Birthday! To you. Mega, oder? Happy Birthday, liebe Steffi. Happy Birthday to you. Yay! Applaus! Ja. Unsere Nina. Wer war die Originalstimme? Ihr kennt sie mit Sicherheit alle, oder? Die Nina, ihr Kanal, The Voice. Bei The Voice war sie unfassbar, wie sie das raussingen kann. Zu meinem Geburtstag hat sie mir Lionel Richie gesungen. Oh, das war so toll. Ja. Ja, und was hast du gemacht? Hm? Ich habe auch mitgesungen. Gar nichts hast du gemacht. Ich habe die Beatbox gemacht. Ja. Also, ich schwenke jetzt zu Batman und zum Ehemann. Moment. Da ist der Ehemann von der Nina. Hi. Nicht meiner, der Georg. Den kennt ihr bestimmt. Und da ist der Batman. Der Batman hat auf jeden Fall Spaß mit unserer Bella. Willst du mal meine Bella kennenlernen? Batman! Schaut euch mal diese Ohren an. Schaut mal, wie spitz die sind. Die sind so cool. Ach, der Batman hat keinen Bock auf mich. Mann, warum hat er keinen Bock auf mich? Weil du kein Essen hast. Batman, weil ich kein Essen habe. Na toll. Und hier gehe ich wieder mit euch hin. Ja. Hier war es richtig cool. Bitte. Du hast recht, es wird einem schlecht. So, ich muss mich jetzt verabschieden von der lieben Nina und vom Ehemann und von der Yvette. Ich fahre jetzt nochmal in die Innenstadt und nehme euch morgen aber auf jeden Fall mit zur Steffi. Wie versprochen. Yeah, und euch wünsche ich eine gute Heimfahrt. Ja, Schatz, mach's gut. Ja, die gehen jetzt noch einkaufen, Lebensmittel, und ich gehe jetzt mal kurz durch die Stadt, ganz alleine. Ohne meine Männer. Ja, lasse Pizza bestellen. Also, wir sehen uns später. Tschüss. Tschüss, meine Nina. Meine Lieben, da bin ich wieder. Shoppingtour beendet. Ich habe dem Moritz im Apple Store ein neues Kabel gekauft. 35 Euro. Oh mein Gott, voll übertrieben. Aber ich mopsen Moritz sonst immer. Und dann schimpft er mit mir. Und deshalb bekommt er jetzt ein neues. Ich habe nämlich nur so billige Kabel von Amazon. Und die sind echt nix. Ich suche jetzt gerade mein Auto. Wem geht's genauso? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Ich hätte mir das vielleicht mal merken sollen. Also ich glaube, ich bin eigentlich richtig. Aber ja, ich gucke jetzt mal. Falls ihr in Frankfurt seid, parkt nicht im Maizeil. Es ist so teuer. Ich habe für die kurze Zeit 7,50 Euro bezahlt. Unfassbar. Ah, da vorne ist ja mein Auto. Okay, ich habe mir es doch gut gemerkt. Ich musste mal Hand wechseln. Mein Arm fällt mir gleich ab. Ich war noch bei Bershka. Wollte ich euch auch noch sagen, wenn ihr wollt, kann ich euch die Sachen ja noch zeigen. Und da vorne steht jetzt endlich mein Auto und ich fahre jetzt nach Hause. Also, bis später. Da ist jetzt eine rote Ampel, deswegen vlogge ich kurz. Es ist so, so ungewohnt ohne meine Männer in Frankfurt. Also es ist echt ganz komisch. Natürlich ist es mal schön, wenn man eine kleine Auszeit hat und das auch genießt. Mit meinen Mädels war es echt total schön. Wir haben ganz lecker gegessen. Ihre Kanäle findet ihr übrigens unten in der Infobox. Und ja, ich freue mich jetzt auf zu Hause. So, nächste rote Ampel. Ja, also wie gesagt, es ist total ungewohnt ohne meine Männer und ja, mir fehlt da halt was. Deshalb bin ich jetzt froh, wenn ich wieder daheim bin bei meinen Jungs. Und morgen bin ich ja auch wieder den ganzen Tag unterwegs. Bei der Steffi, da freue ich mich natürlich riesig drauf. Aber ja, wie gesagt, ich freue mich jetzt auch auf meine Männer. Warum fahren die hier nicht? Es ist grün. Bis gleich.
Ich bin wieder zu Hause und ich wollte euch ja noch ganz kurz meine Shopping-Ausbeute zeigen. Und zwar habe ich mir diese wunderschöne Jacke hier mitgenommen bei Bershka. Ich liebe die jetzt schon, echt. Ich habe die noch kein einziges Mal getragen, aber ich weiß, dass es eins meiner Lieblingsstücke wird. Die Farbe kommt jetzt gar nicht so gut in der Kamera raus, leider, aber ich finde die so genial. 45,99 Euro habe ich dafür bezahlt. Dann habe ich mir dieses T-Shirt hier mitgenommen. Das fand ich irgendwie ultra cool, also diesen Spruch. Das ist auch recht kurz geschnitten und hier oben hat es nochmal diesen Joker für 7 Euro. Und dann habe ich mir noch ein T-Shirt mitgenommen. Das fand ich irgendwie total witzig. Für 4,99 Euro, da steht halt Influencer drauf. Hier habe ich jetzt die Geschenke für die Steffi. Also das ist für die Steffi und das ist für Steffis Sohn. Der hatte nämlich vor kurzem auch Geburtstag. Das muss ich noch fertig drapieren und ich wollte euch noch ganz kurz zeigen, was mir der Postbote gebracht hat. Oh mein Gott, meine Mäuse durften den Karton schon aufmachen. Und ich weiß jetzt noch nicht, was drinnen ist. Ich wollte es jetzt gemeinsam mit euch machen, aber ich kann es mir natürlich schon denken. Aber wir machen es trotzdem gemeinsam auf. Ich denke, da wird auch einiges für euch mit dabei sein. Also da könnt ihr euch schon mal freuen. Wir machen es jetzt gemeinsam auf. Tada! Oh mein Gott! Der absolute Wahnsinn! Schaut es euch bitte an. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall auf ein riesiges Gewinnerpaket freuen auf Insta, Snapchat und hier natürlich. Also ich habe jetzt hier alle möglichen Farben. Der absolute Wahnsinn. Ja, bleibt da auf jeden Fall immer mal mit dran und schaut. Und dann mache ich euch auf jeden Fall ein wunderschönes Gewinnerpaket zurecht. Und jetzt warte ich auf meine Männer. Die sind nämlich noch in der Stadt. Die wollten noch einkaufen gehen. Und ich freue mich jetzt riesig, wenn sie dann hier ankommen. In der Zwischenzeit kann ich ja schon mal alles fein wegräumen. Und wie gesagt, das Geschenk für Steffi fertig machen. Denn morgen geht es ja zu Steffi. Oh mein Gott, ich freue mich schon so. Also, bis morgen, sage ich jetzt einfach mal. Und ich bin da bei meiner liebsten Lieblings-Steffi, der Isi. Hallo. Ich habe mich total gefreut, dass die Heidi so weit für mich gefahren. Natürlich, hallo. Die Fahrt war okay, man kommt gut durch. Autobahn, alles easy going. Wir feiern jetzt eine Runde und da lasse ich die Kamera aus, denn wir haben viel zu besprechen, auch wenn wir jeden Tag reden am Telefon. Ja, das machen wir wirklich jeden Aber Tag. Es ist, aber halt es ist was, was anderes, wenn man sich in echt sieht. Ne? Und ja, wie gesagt, deshalb mache ich jetzt die Kamera aus, aber ich wollte euch natürlich die Steffi nochmal kurz zeigen. Und ihren Kanal findet ihr natürlich in der Infobox. Aber ich gehe schwer davon aus, dass ihr die Steffi kennt. Beziehungsweise ich wollte euch noch ganz kurz was erzählen, bevor ich es vergesse. Siehst du, ich hätte es fast vergessen. Und zwar hat die Steffi eine Schmuckkollektion, ja, auf die ich super stolz meine bin. Meine eigene Schmuckkollektion. Genau. Ihr seht hier die Kette, die habe ich heute anlässlich meines Geburtstages umgetan, natürlich. Und die passenden Ohrringe dazu. Und dazu gehört auch der Ring. Genau, und das Ganze gibt es bei Mein.punkt. Könnt ihr dort kaufen. Ich verlinke es euch auch gerne mal unten in der Infobox. Und was sparen mit Heidis Code? Ah ja, ich habe auch noch einen Rabattcode. Den schreibe ich euch auch nochmal in die Infobox. Ich glaube, der nennt sich Rosella Mia 17. Ja. Bin mir eigentlich ziemlich sicher. Ich habe euch auch schon ganz oft Dinge von meinem Punkt gezeigt. Genauso wie diese Ohrringe hier. Wunderschön. Ich liebe sie. Und ich bin ganz, ganz stolz auf Steffi, dass sie das rausgebracht hat. Kann man auch mal stolz sein. Ne? Und das sieht auch echt bombastisch aus. Die Steffi hat mir die Ohrringe auch geschenkt. Da war ich so, als das Paket ankam. Ich so, was ist das denn? Und ja. Genau, wollte ich euch noch ganz kurz erzählen und jetzt kommen gleich die Gäste, deshalb machen wir Schluss und ich würde sagen, bis dann. Ciao. Ciao. Das ist doch mal ein schöner Hintergrund, oder? Tete, ich bin bei Steffi am Set. In meinem Filmhintergrund, ist ganz ungewohnt, ja, die Heidi. Ich will auch so ein Set haben. Aber wir haben schon zusammen Videos gedreht. Lustige Videos haben wir schon gedreht. Ja, richtig, lustige gemacht. Videos. Das ist so schön hier. Also, wir haben super lecker gegessen. Steffis Mann hat so lecker gegrillt. Und oh mein Gott, ich bin so voll gefressen. Die ganze Familie war da. Die ganze Familie. Inklusive dir. Ich gehöre zur Familie. Ich kenne auch alle. Und wir sind eine Familie. Wir sind so. Nee, es war echt richtig schön. Ich habe super viel gegessen. Und jetzt mache ich mich langsam auf den Weg. Aber ich wollte hier oben noch Tschüss sagen. Tschüss. Steffis. War wirklich, wir haben ganz gut gegessen. Ne? Für mich fliegt das immer an. Ich habe so viel gegessen. Ja. Aber ist ja nicht schlimm, wir sehen uns ja bald wieder. Sie ist da. Sie ist da. Okay, meine Lieben, ich weiß jetzt nicht, ob ich mich zu Hause nochmal bei euch melde. Aber schaut unbedingt bei Steffis Kanal vorbei. Wisst ihr ja Bescheid, unten in der Infobox. Und auch den wunderschönen Schmuck müsst ihr euch nochmal genauer anschauen. Wollte ich euch auch nochmal sagen. Und es war halt jetzt mein Wochenende ohne meine Männer. Das war total ungewohnt. Echt, ich habe euch ja mitgenommen und ja, es war schon echt aufregend und ich freue mich natürlich auf zu Hause. Und ist immer schön, wenn wir nach Hause kommen. Ja. Willst du auch noch was sagen in meinem Video? Ja, ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich mag Heidis Vlogs auch immer sehr gerne. Übrigens, ich auch
Nina noch? Hat dir zum Geburtstag gratuliert und gesungen. Das haben meine Nina Gutierrez. Ja, das haben jetzt unsere Zuschauer schon gesehen. Oh, das muss ich mir dann angucken. Dieses Video musst du dir angucken. Ja, also ich gucke doch alle deine Videos, Schatz. Danke. Also, wenn ihr dieses Video seht, dann sitze auch ich vor meinem PC oder vor meinem Handy und schaue dieses Video an und freue mich über das schöne Lied von Nina, weil die singt ja so geil. Ja, hallo, die war bei Oh, ich bete sie an mit ihrer Stimme. Ich liebe das, wenn jemand singen kann. Und Nina kann richtig gut singen. Toll. Richtig gut. Danke, dass du es mir schon mal gesagt hast. So, das war's. Ja, Steffi kniet nämlich hier auf dem Boden und ich sitze. Okay, meine Lieben, also dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und das war's von mir. Also, tschüss. Ciao.